Oliver und Amira Pocher standen am Montag in Köln zum ersten Mal nach der Bekanntgabe ihrer Trennung wieder gemeinsam auf der Bühne. Laut RTL trug er bei der Aufzeichnung für ihren Podcast seinen Ehering noch und seiner noch Ehefrau sollen während des Auftritts die Tränen gekommen sein. Der Sender zitiert einen Augenzeugen, der berichtet, dass Amira geweint habe und auch der Comedian Tränen in den Augen gehabt haben soll. Bild beschreibt die Szene so: Mitten in der Aufnahme umarmen sich die beiden plötzlich. Olli hatte witzelnd um einen Kuss gebeten, von Amira bekommt er aber nur eine Umarmung. Das Gespräch geht danach kurz weiter, bis er merkt, dass sie mit den Tränen kämpft, so wie er selber auch. Große Gefühle auf der Bühne, bestätigt der Moderator und Entertainer dann auch anschließend in einer Instagram-Story. Vielen Dank für den fantastischen und emotionalen Abend in Köln, schrieb er zu einem Foto, das das Podcast-Cover an der Seebühne im Rheinauhafen zeigt. Die neue Episode ist ab Freitag bei Podimo zu hören und zu sehen, wie Oliver Pocher ebenfalls via Social Media ankündigte. Darüber hinaus teilte er ein Foto, auf dem Amira ihm den Nacken tätschelt. Sein Kommentar dazu: ein rotes Herz. Amira Pocher veröffentlichte bis dato zahlreiche Beiträge von Fans.